Hallo und willkommen zurück zu Europa Universalis 4. Ja, mit Sachsen. Und ich habe jetzt ungefähr 2-3 Wochen keine Folge mehr aufgenommen. Entsprechend raus bin ich und es fällt mir auf, wie sich hier Österreich und Venedig so relativ gleich auf eine Schlacht geben. Da Österreich gerade einen Görz verloren hat, daran kann ich mich noch erinnern, aber dass sie hier halb Ungarn erobert hat, mit Venedig zusammen und mit den Osmanen. Okay, an die Osmanen kann ich mich eigentlich erinnern. Aber an Österreich und Venedig kann ich mich jetzt nicht erinnern, dass sie da so viel erobert haben. Was ich mich aber erinnern kann, ist, dass unser Wolfgang Kaiser... Oh, Verzeihung. Boah. Hilfe. Und an den knappen Haushalt kann ich mich eigentlich auch erinnern, obwohl er gar nicht so knapp gerade aussieht. Das ist ja mal gut. Drei Ideengruppe haben wir denn irgendwie bei einer Technologie? Guten Vorsprung. Militärisch, sowas von militärisch. Bisschen diplomatisch, wie sieht's aus mit Diplopunkten? Ja, das ist unser Nachfolger. Der kann gut Diplo, also wird Richtung Diplo gehen, aber was? Ich glaube, das haben wir beim letzten Mal auch überlegt und ich habe keine Entscheidung treffen können. Richtung diplomatische Ideen. Wenn mehr Beziehungen, Diplomaten, nochmal Diplomaten, Reputation, das ist immer gut. Das ist auch super. Das hier ist am besten eigentlich. Und ich würde sagen, wir holen uns direkt einen Diplomaten. Denn als Kaiser sind Diplomaten schon ganz praktisch. So, wir wollten als nächstes Krieg gegen Frankfurt führen. Ne? Wie sieht's mit AE aus? Überschaubar. Könnten wir schaffen. Mit wem ist Frankfurt alliiert? Münster, Württemberg, Nürnberg. Wer wird uns helfen? Wir dürfen keine Reichsstadt angreifen. Wir fingen die dann trotzdem weiter. Und die aus dem Reichsstadtstatus entheben? Ja. Da würde ich dann aber bis kurz vorm Krieg warten, wenn es dann wirklich nicht geht. An sich würde ich den Krieg schon führen. Wie sieht es mit Ansbach aus? Ist immer noch Brandenburg. Gut, nicht mehr lange. Das ist unmöglich. Württemberg. Da können wir auch mal finken. Nassau aus. Köln und Trier. Mit Köln sind wir ja noch verbündet. Mit Trier haben wir ja mit Trier verbündet. Den alten Spielstand. Klar, irgendwie. Bescheuert. Ich habe mich wieder mit Trier verbündet. Doch. Okay. Ich frag nicht. Warum? Bin ich jetzt irgendwie neben der Spur oder warum kann ich mich daran nicht mehr erinnern? Ich dachte, wir hätten uns am Ende verbittert, verfeindet. Na gut, dann. Verhalt wieder verbündet. Gut, dann ist es halt so. Eigentlich müsste Amerika ja schon entdeckt sein. Wir können davon natürlich noch nichts sehen. Anscheinend gibt es auch noch keinen Kolonialstaat, also. Protestantische Fanatiker in Köln, das ist natürlich schlimm. Wir versuchen ja katholisch zu bleiben, weil wir der Kaiser sind. Haben auch bisher erst 3 protestantische Provinzen. Hat ja, glaube ich, in den letzten Folgen erst angefangen. Ich glaube, letzte Folge, vorletzte Folge. Ich nehme die ja immer im Bündel auf. Mal sehen, ob ich das jetzt auch so mache. Je nachdem, wie ich Lust drauf habe, mache ich den Schnitt nachher oder jetzt hier in der Folge. Vor allem auch, wie gut es passt. Denn wenn ich es nachher schneide, ist es natürlich deutlich flexibler. Und hier müsste ich schon, ja, will sich Cliffhanger nennen, aber eine interessante Stelle finden. Und da kann ich einfach sagen, ja, ich teile das so ein bisschen. Das hat was mit Ehre zu tun. Du hast doch eh keine Ehre. Sieh es, wie du willst. Bertha, ich schrei dir rein, Knecht. Eine weitere Kanone noch, so. Ja, ich glaube, das sollte dann unser Budget ganz gut auslasten. Und doch so wenig Geld. Wo kommt das denn plötzlich? Ah, ganz schön viel durch Kriegsreparationen. Nassau, Pfalz und Ulm. Ja, aber hätten wir immer noch ein massives Plus. Kolonialismus, ja super. Wo?
Ochto. Da kommt der Portfein her. Keine Ahnung. Kann ich, könnte tatsächlich sein, ich glaube ja. Ne, der kommt einfach aus Portugal. Aber ob der auch aus Porto kommt, habe ich keine Ahnung von. Mich jetzt nicht mit Portwein beschäftigt. Münster, Württemberg, Nürnberg. Oh. Hm? Als Gebietsansprüche, ach ne, mit der Pfalz hatten wir uns verfeindet, ne? Ne, das war später noch, ach egal. Oh, mag mich die Pfalz denn plötzlich? Pfalz ist ja auch bescheuert. Na egal. Bescheuert ist, dem kann man nicht helfen. Wir hätten gern Frankfurt und da hätte ich auch gerne den Anspruch auf Württemberg. Dann können wir das als... Ne, ich würde das nicht als Sekundärkriegsziel, dann sind wir echt im Weltkrieg. Aber wir können es ja versuchen, das auch zu erobern. Je nachdem, wie es mit der Kriegsmöglichkeit aussieht. Nämlich Kriegsmöglichkeit, aggressive Expansion. Also mit Münster, Württemberg und Nürnberg sind wir auf jeden Fall in Krieg. Da müssen wir auf jeden Fall das Bündnis mit Böhmen auflösen. Und wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Sieht's aus, wie viel haben wir? Allen 13, 22. Wird fast Köln und Österreich, glaube ich. Oder Trier und Österreich? Ich probiere es mit Trier und Österreich. Nur mit Trier hätten wir eine zu schwache Mehrheit. Köln, ich hole Österreich. Österreich für Nürnberg und Trier für Münster. So. Ich hoffe, wir haben einen Durchgang. Ja. Jetzt haben wir auf jeden Fall welchen. So, bei wem könnten wir denn nochmal ein bisschen Beziehungen verbessern? Salzburg. Was ist das? Religiöses Chaos. Ach ja, richtig. Wir brauchen mehr religiöse Einheit. Oder humanistische Ideen, was wir eh nicht schaffen. Das religiöse Chaos ist gar nicht so schlimm, wie ich es damals in Erinnerung hatte. Das ist nicht schön. Bürgerkrieg oder sowas ist schlimmer. Was man eigentlich gar nicht glauben kann. So, das ist Österreich. Ja. Können wir trotzdem noch belagern? Ne. Ich erinnere mich, dass wir am Anfang immer viel zu wenig Truppen hatten, um Frankfurt zu belagern. Wir haben ja schon ein paar Kriege geführt, ne? Verlieren wir immer, aber was wollen wir kriegen? Ich glaube, die Tradition ist besser. Wir haben jetzt schon so häufig Tradition verloren. Durch Events sollte man die auch eigentlich immer verlieren. Wenn man die Möglichkeit dafür hat. Militärisch so gut da. Er ist früher, wir sind früher. Das heißt, wir kriegen die Belagerung, als würde das irgendwas bedeuten. Die würde uns das ja eh geben. Da soll sich Österreich bitte auch drum kümmern. Ach, ich habe Nassau beendet. Das ist schön, da können wir direkt auf Nassau fingieren. Ja, ich würde warten mit Truppen besiegen, so ein bisschen. Bringt ihr nichts, sie könnten dann eh wieder neu ausbauen. Vor allem möchte ich da jetzt nicht die Belagerung dafür abbrechen. Die sind alle sehr gut am Laufen. Moment, war die nicht gerade auch auf minus 7? Die gerade rückgängig gegangen. Geht das überhaupt? Seit wann? Oder bin ich einfach nur blind? Ich weiß es nicht. I don't know. Böhmen und Köln könnte ich noch reinholen. Weil wenn ich Böhmen reingeholt hätte, dann wäre sofort das Bündnis mit Nürnberg aufgelöst. Ja, vielleicht intelligent gewesen. Ist ja auch egal. Oh, die haben ja ein Dreierbündnis. Frankfurt, Württemberg, Nürnberg. Salzburg möchte ich auf jeden Fall auch beenden. Mit denen möchte ich ja auch ungern das Bündnis auflösen, wenn die Kurfürst sind. Ich hätte die niemals zum Kurfürst genannt, wenn ihr mich fragt, aber gut. Oh, aus Prinzip können wir auch mal hier
Wir möchten ja besonders legitimiert werden als Kaiser. Wie sieht's aus mit Kriegssteuern? Oh, Kriegsbeute aus Frankfurt ist ganz gut. Ach stimmt, wir kriegen dann ja auch die Beute hier. Das ist doch vielleicht ganz praktisch. Ah ne, einfach der Unterhalt weniger. Ah so. Also, dann lagern wir mal das Breisgau zurück. Hat irgendjemand unserer Verbündeten Kern oder sowas auf Münster? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Kern. Ich dachte, vielleicht hat Köln Kern, wobei Köln will ich eh nicht größer machen. Ich sag ja, ein Krieg mit Köln, der wird bald auch notwendig sein, leider. Münster. Wo geht er hin? Ja, können ruhig mal runterkommen, ne? So. Und dann versuchen wir die jetzt alle mal langsam rauszupießen. Ach, mit Württemberg sind wir auch noch im Krieg. Die habe ich ganz vergessen. Das ist peinlich. So, Münster, geh mal weg. Und mit England. Ja, klar, das wird ausgekündigt. Frankfurt brauchst du eigentlich nicht. Alter Schwede. Mit wem seid ihr alle verbündet? Kriegsreparation. Okay, dann nehme ich lieber das. Dann lass halt das Bündnis mit Lüttich. Denn ganz möchte ich dir ja auch nicht dem Tod ausliefern. Ja, und so großzügig bin ich. Franz-Einfluss, ja gut, brauchen wir nicht. Wenn wir die sterben, werden ja die Kriegsreparationen. Umsonst. Hat Sinn, ne? Ja, die haben aber noch hohe Kriegsbereitschaft, die Nürnberger. Nürnberger. Ja, nehmen aber. Man sieht's. Böhmen. Das ist alles eigentlich völlig unnötig. Bündnis mit Salzburg noch. Und Württemberg. Braunschweig, ja. Wenn jemand angreift, sind die ja eben mit mir im Krieg, also. Kann das nicht viel bringen. So. Frankfurt, das Bündnis bringt denen eh nichts, weil Frankfurt ja anneckt hier. So. Jetzt fehlt nur noch Württemberg. Oh, Trier ist da gerade anscheinend ganz gut dabei. Der Herrscher ist ja echt ein guter General. Habe ich bestimmt schon gesagt, aber trotzdem. So. Truppen können auch wieder zusammengeschlossen werden. Dann hoffen wir einfach auch gleich mal, dass wir keine AE kriegen. Aua. 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 Dann doch noch mehr AE als gedacht. Habe ich mir genau die falschen denn daraus gesucht. Ja, egal. Ja, unser Sky sollte es nichts anhaben und die mögen mich auch so sehr. Also, das sollte meine Wiederwahl als Kaiser nicht gefährden. Und bis Österreich mal einen männlichen Herrscher hat, sollte doch Zeit vergangen sein, ne? Frühestens in 15 Jahren. Also. Wenn wir haben einen männlichen Nachfahren, der dann auch in Macht kommen könnte. Erstmal Württemberg. Das kann ich mir nicht leisten, ne. Wenn ich beide nehmen würde, schaut euch diese Scheiße an. Nee. Lothringen aber bitte. Kriegsreparation in Religion erzwingen und Tunnelseinfluss übertragen, genau. So, ihr werdet katholisch, Württemberg. In unserem Reich haben Protestanten nichts verloren. Die Protestanten sind sehr erfolgreich im Konvertieren, nicht? Direkt neben Anhalt als Konversionszentrum zu sein. Natürlich auch eine ungünstige Lage. Ja, muss ich leider machen. Mir bleibt leider nichts anderes übrig. Ja, aber bei der Kaiserstimme startet das gerade ich gar nicht. Und du gehst nach Frankfurt und unterdrückst Rebellen. Das
noch andere Regionen, denen was ist, aber. Eine Koalition gegen den Kaiser ist eine ganz blöde Idee, Bremen und Augsburg. Falscher Modus. Nassau, ganz schlechte Idee. Koalitionskrieg könnte die niemals gewinnen. Also, nur zur Windstation. Wer könnte denn? Ja, wenige Staaten. Ja, inzwischen sind es ein paar größere Staaten. Braunschweig, ja. Braunschweig wäre das die einzige Farbe bisher. Mit Österreich und Böhmen schaffen wir aber auch das. Okay, gerade vielleicht jetzt nicht. Weil, kämpft Österreich damit? Nee, dann vielleicht doch. Hamburg. Okay, jetzt wird es langsam kritisch. Aber wir müssen jetzt einfach mal den Diplomaten raushängen lassen. Ganz viel Beziehungen verbessern. Mit wer ist in der Koalition? Braunschweig ist das Gefährlichste, aber den kriegen wir nicht raus. Island. So, und? Oldenburg schaffen wir auch. Nach Bayern eher vielleicht noch. Ja. Oldenburg ist ein Ritterorden. Man fragt nicht. Man fragt nicht, man lässt sich zeigen. Doch endlich dieses nervige Frankfurt bei uns weg. Echt einfach hat das nur genervt. Weil es ist. Können wir uns jetzt gerade als Luxus nicht mehr leisten. Schicke ich die lieber rüber nach Oldenburg. Müssen ja nicht unbedingt positiv sein, die Beziehung, aber auf jeden Fall. Na? Opel wird kritisch. Geht lieber nach Böhmen. Wer ist denn da? Pfalz. Oh, da muss ich die Pfalz wieder überzeugen. Aber ich bin immer noch sicher Kaiser, aber trotzdem. Muss es nicht drauf ankommen lassen. Der Kaiser Kurfürst ist, ne? Hat schon seine Vorteile. So, dann werden jetzt erstmal irgendwelche Events sind alle Force stillgelegt. In Württemberg, Münster, Nürnberg. Das heißt, die vom letzten Krieg decken sich genau mit denen von diesem Krieg. Das ist ja lustig. Boah, was die Pfalz sich hier alles denken muss. Hihihi. Ach, so gern würde ich den Krieg erklären und sie endgültig töten, aber. Die sind zwar nicht in der Koalition, aber die AE, die ich dadurch kriegen würde, würde ich endgültig auffressen. Wie sie mich aber auffrisst, das sehen wir in der nächsten Folge. Das ist jetzt nämlich eine schöne Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.